Herzlich willkommen zur 16. Folge Castorio 2 mit dem Felix. Moin Moin. Hi. Ich habe gerade festgestellt, wir hatten Strommangel. Deshalb musste ich mal die zweite Produktion reinschmeißen. Haben wir schon Strommangel? Also Wir doch. hatten bis gerade eben Strommangel, aber ich habe jetzt ja unseren zweiten Stromblock angeschlossen. Alles klar. Das heißt, jetzt sind sozusagen die Reserven der Stromproduktion, ich sage Naja, jetzt also mal, erschöpft. ich kann noch drei darunter setzen, bis ich dann irgendwann unten beim Glas bin. Ja gut, das ist ja erstmal egal. Also das, was jetzt alles vorbereitet worden ist, also wir müssten jetzt halt ausbauen, sagen wir es mal so. Also es läuft jetzt halt alles, was du schon gesetzt hattest. Ja, aber wir haben jetzt ja erstmal Thekenluft. Zumindest ein kleines bisschen. Das ist doch gut. Und ich meine, wenn das Warenhaus vollgelaufen ist mit Eisenerz und so, dann sollte das sich ja auch dann nochmal deutlich nach unten gehen, weil wir machen ja jetzt halt doppelt so viel Eisenerz, wie wir eigentlich verbrauchen. Ja, du kannst übrigens bei Kohle mal raufgucken, da habe ich jetzt auch alles drin, was wir abbauen können, was nicht unter Eisenfließbändern unbedingt gerade begraben ist. Okay. Da werde ich jetzt aber auch unser tolles Lager, was wir da mal unten hatten, ausräumen mit Kohle und in das andere umräumen. Okay. Level Welches Level bist du? up. Ich bin jetzt 13. Oh, dann hast du mich ja sogar eingeholt. Wow. Welches bist du? Auch 13. Krass, ne? Oh, ich hoffe, das hört man nicht in der Aufnahme. Was? Dass mein Magen gerade massiv knurrt. Also ich hab's nicht gehört, sage ich's mal so. Okay. Ich habe nämlich irgendwie leicht Hunger. Standard bei dir? Nee, das ist schon kein Standard. Das ist schon. Also, wenn der Magen knurrt, dann ist schon Notfall. Okay, wir brechen die Aufnahme ab. Ich muss essen. Ach, haben wir doch noch so viel Eisen, erst dass du dir denkst, wir können auch ausbauen, so hart. Ich denke es mal, dass wir mit zwei noch hinkommen müssten. Aber guck mal, der Vorteil ist, wenn es auch nicht viel ist, aber wir speichern Fünf Eisenplatten, ja. Eisenplatten zwischen. Jetzt habe ich das Holz rausgeworfen, jetzt muss ich Strommasten bauen, ey, was ist das denn schon wieder? Aber ich denke mal, dann sollten wir erstmal hinkommen. Ja. Hoffe ich. Okay, jetzt leert sich unser Eisenerzvorrat massiv. Okay, nicht so gut.
Das heißt, jetzt sind wir bei einer Minute. Ach, shit! Wir brauchen ja. Ach, das vergesse ich ja auch mal wieder zu bedenken. Sonst war ja immer. Ach ja, wir machen ja 2200 Eisenplatten. Wir produzieren aber 3700 Eisenerz, aber du brauchst ja mehr Eisenerz. Wir produzieren 3700 Eisenerz und wir verbrauchen 4600 jetzt schon. Ja. Das heißt, wir dürfen das SW435 unten anschließen. Ja, und das eigentlich immediately, ne? Oder ASAP, wie auch immer man es sagen will. Ja, ich würde sagen ASAP. Für die Leute, die es nicht wissen, wäre as soon as possible. Du bist ein Genie. Also so viel dazu, so schnell wie möglich. Ja, ich weiß ja nicht, es gibt ja. Ja. So. Also. Kohlespeicher füllt sich noch. So, alles klar. Wir. Ich brauche mal so ein. Ah. Echt jetzt? Haben wir die noch gar nicht erforscht? Danach brauchen wir das da. Und danach brauchen wir das da. Damit du weißt, wo ich hin möchte. Also, die heißen Tempomodule jetzt. Haben sie sich auch geändert? Tempo 20%. Alles da passt. So, und ich vermute mal, dass wir keine Grünen mehr haben, ne? Davon gehe ich auch aus. Ja, die laufen gerade leer. Aber ich habe jetzt in der Zeit 1200 Stück fertig. Immerhin. 1200. Wir brauchen 500 dafür. 500 dafür sind 1000. 1000 dafür sind 2000. 2500. 2750. Das heißt, ich habe die Hälfte fertig. Das heißt, wir brauchen nochmal 1000. Was habe ich jetzt gesagt? Wir brauchen 2750. 1200 haben wir, also noch 1500, 1600. 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600. 1800. So, die brauche ich. Dann brauche ich. Die. Hat keiner gesehen.
die einfach jetzt mal durch. Lass einfach laufen hier. Es gibt übrigens zwei Sachen, die wir as soon as possible machen sollten. Du solltest vielleicht mal M drücken und rechts oben zum Nest gucken. Nö. Ich will das nicht. Oh, guck mal deine Produktion hier oben mit Greifarm. Wie schön das hier oben alles aussieht. Die rote Dings, die haben schon 200 Automation Cores drin, die haben schon 200 Inserter Parts drin. Gut, ja, das. Aber die alten Platten kommen halt nicht weiter. Nö. Ja. Aber ist ja bald dann alles vollgelaufen hier. Du kannst ja aber gucken, da fehlt nichts, ne? Ich habe alles restlich angeleitet, ne? Da fehlt dann. Du kannst die grünen mal unten anschließen an. Dann würden die blauen auf jeden Fall laufen. Ja gut, wenn ich jetzt die grünen anschließe, dann kommt jetzt kein Eisen mehr durch. Gleich, weil jetzt nämlich die grünen Schaltkreise wieder produzieren. Ja, höchstwahrscheinlich. Brauchen wir aber wenigstens ein paar Greifarme da oben. Wieso, was brauchen die denn? Nur noch die grünen. Die blauen zumindest. Die anderen brauchen noch die Eisenstangen. Die Eisenplatten brauchen. Okay. Ich hätte aus Sicherheitsgründen gesagt, erst Nest und dann Eisen, oder? Meinst du, das Nest oben wird schon so wichtig jetzt? Also, es sieht auf jeden Fall nicht gut aus, sagen wir es mal so. Ja, unser Eisen ist doch gleich vollgelaufen und dann, dann haben wir doch hier wieder mehr als genug. Dann geht doch die Pollution wieder zurück, weil brauchen wir auch nicht mehr dann und so. Hast du schon Erzfederas im Bau? Noch nicht. Weil zu dem Zeitpunkt, wo ich welche bauen wollte, war keine Eisenplatten da. Ja, dann bauen wir welche. Weil Eisenplatten haben wir jetzt tatsächlich 6000 Stück. Okay. Nein, warte. Bevor du was baust, kannst du mir mal 100 Signalkabel bauen? Welche, rot oder grün? Vollkommen egal. Nimm mal. Ja, doch, nimm. Ist vollkommen egal. Oh, das ist eine Crafting-Leiste so langsam. Und was hast du Crafting-Speed? Will ich nicht drüber reden. 2. Also ich habe Movement Speed auf 1 und Crafting Speed auf 11. Ich habe Movement Speed auf 3, Crafting Speed auf 2. Und das andere Zeug alles? Das ist Secret, weißt du? Nein, 5 auf Damage und 3 auf Health. Okay. Mein Damage merkt man aber wirklich nicht eigentlich. Ja, weil du nichts triffst. Das ist dann wieder der Unterschied. Das auch. Wie viele fehlen noch? 90 habe ich jetzt. 93, 95, 5 noch. Jo. Was hast du denn mit deiner Crafting-Leiste noch drin? Grüne Dinger, 1800 Stück. Oh, ja okay, das erklärt einiges. Oh, wir haben gleich Öl. Ich bin in den nächsten 15 Folgen weg, ich habe Öl zu machen.
Hast du auch gerade einen Erfolg bekommen oder hab noch nicht den bekommen? Ich habe auch gerade irgendeinen Erfolg bekommen. Umweltunfreundlich. Achso, ja. Ja, erforscht die Ölverarbeitung. Größer als Hallo. 0. Die haben noch nicht mal Öl gefunden, oder? Größer als 0. Oh, wir haben jetzt ja blaue Montagemaschinen. Ja. 2000. 0. 1000. 2000. 3000. 0. 2000. Viertausend, null, zwei, vier, sechs, acht, zehn. So, also ich habe das jetzt mal eingestellt. Guck mal ganz kurz bei mir hin. Ja. Das rechte Band darf arbeiten, wenn wir in einem Warenhaus 0 haben. Das zweite Band darf arbeiten, wenn wir mehr als 2000 drin haben. Das dritte mehr als 4000, das vierte mehr als 6000, mehr als 8000, mehr als 10.000, mehr als 12.000. Okay, ja, klingt plausibel, ja. Also, daran siehst du halt... Es arbeitet bis zum 10. Band, das heißt also, wir haben nur 6.000 drin. Ja. Wie viele rote Fließbänder hast du? 300. Ja, okay, da kommen wir ja nie im Leben hin. Ja, aber wir müssen jetzt erstmal hier. Hast du noch ein paar Fließbänder? Ich kann mal gucken, ob wir da oben noch was haben, aber ich habe keine Momente. Oh, sorry. Okay, weil dann kannst du nämlich mal hier das Fließband, wenn wir noch was haben, mal durch den Wald legen. Ja. Dann holt sich mal hier quer durch den Wald durch. Wir hatten die 500, die da gespeichert werden. Okay. Ja, wie gesagt, ich hol's mich mal hier ganz kurz so mit einem... Du willst auch nur die XP klauen, die ich nicht damit bekommen kann, ne? Ja, das ist da mittlerweile bei dem Level ist das scheißegal. Ich weiß. Passt es durch? Hier fehlt noch irgendwas. Okay. Jetzt hänge ich hier irgendwo am Baum fest. Ich teste mal. Sieht gut aus. Ungefähr bis auf Höhe von dem Fleisch hier kommen. Ja. Da kann man keine. Kann nicht auf weiter Creep gebaut werden. Also du kannst da keine Fließbänder drauf bauen. Ja, das ist nachteilhaft. Da können wir noch lang bauen. Das ist natürlich mega scheiße. Ich sprinte an dir gleich vorbei. Ja, dann kannst du aber gleich hier umdrehen. Weil ich gleich keine Fließbänder mehr habe. Ich habe ja noch welche. Das einzige, was mir fehlt, sind Stromästen. Nicht so weit. Ich würde sagen, wir gehen bis nach hier. Juhu. Er läuft doch nicht weg, du hast die Fließbänder. Kannst du hier rausnehmen?
sowieso. Habe ich schon. Wie viele Erzförderer hast du? Wenn ich alle durchgeschafft habe, 100. Und die anderen 800 baust du gerade noch, oder was? Nee, ich baue insgesamt, dass ich auf 100 komme. Du wolltest nur ein Viertel von dem Feld hier anschließen, oder was? Nö. Also 100 reichen dir definitiv nicht. Ist mir klar, aber für mehr hatte ich zu dem Zeitpunkt noch kein Material. Achso. Das aber ist schlecht. Auf dem Weg habe ich Material gesammelt. Okay, fängst du dann oben an auszubauen, dass wir schon mal Fließbänder und sowas legen können? Das müsste theoretisch hier reichen. Ich denke mal hier. Ja, wie baut man das am besten hier oben, ne? Ja, kannst du auch mir geben. Dann kannst du die nochmal außenrum ein bisschen. Oh, das war wieder weggepackt. So, ja, fangen wir. Waren das die 100 schon oder was? 90 bisher. Okay. Ich hab noch 60 im Crafting, glaube ich. Okay. Und theoretisch kann ich noch 80 weitere craften. Ich glaube, du sollst deinen Crafting Speed erhöhen. Dann gib mir ein paar Forschungspunkte. Das größere Problem sind eigentlich eher die Zwischenprodukte, die vorher noch gecraftet werden müssen. Okay. So, 1, 2, 3 Bänder. Ich habe keine Fließbänder mehr. Ich habe noch 100, die du haben kannst. So, Strommasten. Da könnte es jetzt dran scheitern. Unter Umständen. Daran wird es vermutlich. Na gut. Ich kann keine craften, sagen wir es mal so. Solange noch meine ganzen Miner bauen. Ja, ich kann auch keine craften. So lange wie meine ganzen grünen Dinger bauen. Ja. Na gut, mal gucken, wie weit ich komme. Ich gehe mal davon aus, wenn du die abbrechen würdest, hätten wir einen riesen Teppich unter dir. Ja, das war das Ups, was ich vorhin gesagt hatte, weil ich einen Teil abgebrochen hatte. Oh. Und, die halbe Basis voll lag mit dem Scheiß.
Oh, ich bin ja schon fast bis hier oben hingekommen. Und die Teile. Gar nichts im Inventar gefühlt. Das Schöne ist, ich könnte jetzt nicht mal an die Strommasten was ransetzen, weil ich keinen Strom drauf habe. Das ist richtig. Theoretisch mit meinen super tollen sechs Maschinen, die ich im Inventar habe, noch Strommast oder so zu craften. Ja, das ist auch wiederum richtig. Hast du auf einmal die Strommasten? Ach, du hast aber vermutlich abgebrochen, oder? Ja, teilweise im Abgebrochen, wieder neu gesetzt, abgebrochen, neu gesetzt. Wow, ich habe Strom. Wie toll. Und dein Erz ist auf dem Weg. Dann könnte es vielleicht unter Umständen möglich sein. So, man kann es kurz gucken. Läuft das alles soweit? Sieht ganz gut aus, ne? Das, was angeschlossen ist und Strom hat, ja. Habe ich überhaupt Kupfer? Ja. Doch, das rote Band ist voll, ne? Also es füllt sich das Lager auch so, wie, so sieht das zumindest aus. Ja, es Perfekt. füllt sich. Das ist gut, wenn jetzt natürlich hier noch ein volles rotes Band dazu rankommt. Das wird aber auch nicht reichen. Mit der Zeit sollten wir ja noch ein zweites von hier unten holen können, locker. Also, wenn wir die Fließbänder dafür natürlich haben, aber. Ein zweites Band wird nicht reichen. Wir brauchen jetzt hier noch drei oder so, ja, so, na, obwohl, nee. Wir warten es mal ab, ob jetzt die hier oben alle anspringen und wir dann dementsprechend hier oben unsere Geschichten hinbekommen. Ja. Also es laufen zumindest aktuell vier Bänder. Und da, ja, also drei Bänder müssen wir auf alle Fälle noch haben. Reicht das, um hier oben einen Plus von Eisenplatten zu erzeugen? Ja, reicht sogar. Immerhin. Weil hier ist voll gelaufen, hier ist voll gelaufen, hier ist alles voll, hier ist alles voll, hier ist alles voll. Also guck mal, wie weit es hier läuft. Ist solide. Also alles voll. Ja. Selbst die Knickarme sind voll. Das liegt aber mehr, glaube ich, daran, dass wir nichts rausnehmen momentan. Ja, aber wie gesagt, Eisenplatten ist auch alles voll gelaufen bis oben hin. Ja. Gut, das heißt, dann könnten wir jetzt andere Sachen priorisieren. Und zwar dann lege ich nämlich jetzt, mache ich das Stahlband Ja. auch auf Rot, dass Stahl halt auch mit dem roten Fließband das Zeug bekommt. Ja. Und mal gucken, wie es dann aussieht.
Bei Stahl puffern wir gar nichts. Ja, davon bin ich auch nicht ausgegangen, ehrlich gesagt. Und naja, wie gesagt, ein bisschen mehr Stahlproduktion wäre schon nicht schlecht. Aber ich vermute mal, dass jetzt das Eisenplattenwarenhaus so stark leert sich das gar nicht. Also es leert sich aber nicht so stark. Oh, Eisenerz kommt hier oben an. Ach doch mal! In der Zwischenzeit sind hier unten schon fast jetzt 4000 Erz drin. Also es ist jetzt zumindest schon mal so, dass jetzt eben gerade das fünfte Band schon angesprungen ist. Und es füllt sich weiterhin. Na, mal gucken, ob wir das nächste Band auch noch angeschlossen bekommen. Weil unser Warenhaus leert sich nämlich. Immerhin. Der ist doch scheiße. Dann haben wir gleich kein, Ja. dann haben wir nicht genug Eisenplatten. Aber wie gesagt, es sieht gut aus. Alles Ansichtssache. So, schmeißen wir jetzt hier nochmal die grünen Karten rein. Dann haben wir auch nochmal 1200 grüne Karten. Wenn sich's leert, habe ich wenigstens nicht das Problem, falls wir mal was umbauen sollen, dass ich abbauen kann. Ja gut, okay, das ist auch wiederum richtig. Unsere Pufferkiste hier vorne ist auch voll. Ja, es ist doch super. Ach so, stimmt. Wir haben hier oben noch eine Stahlpufferkiste. Okay, da sind 10.000 oder 9.000 Stahl drin. Ja. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Aber ich sage jetzt, hauen Sie rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.